Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien, mit, ja, Alexander, den großen 2.0. Genau, wir haben schon ziemlich weit erobert, also, ja, wir sind jetzt kurz vor Baktrien zu erobern, Entschuldigung, und dann werden wir hier diese Schlaufe gehen. Genau, Pergamon macht hier ziemlich viel Dampf nach oben. Das ist auch ziemlich lustig. Und ich würde sagen, also ich habe ja überlegt, wie ich das dann weitermache. Also quasi, ob ich dann mit Alexanders Reich aufhöre oder ob ich dann so tun soll, als wäre Alexander ein bisschen mehr bei Sinn gewesen und hätte klarer strategischer gehandelt. So. Genau, und der Wunsch kam, dass ich eben weiterspiele. Und das werde ich dann auch tun. Diesen da, da war ich ein bisschen zu voreilig, den tue ich dann auch wieder zurück, weil ich erstmal in Breda angreifen werde und dann hier, dann da und dann da und dann da und dann, genau, und dann ganz Baktrien einnehmen. Bei Baktrien war es ja so, dass in Baktrien war es ja so, dass genau, Baktrien war ja auch Perserreich, und die haben den Dareios dann gefangen genommen, weil der zu ihnen geflohen ist vor Alexander. Die haben ihn gefangen genommen in der Hoffnung, dass Alexander das Reich dann dem Baktrien überlässt. Also quasi sie nicht erobert. Das hat er natürlich nicht getan, weil er wollte immer mehr. Und deswegen haben sie ihn, also den Dareios, dann getötet. Beziehungsweise das war davor. Sie haben ihn getötet. Und Alexander war ja so sauer deswegen und hat dann das ganze Land erobert. So, und dann ist er nämlich nach hier zum Wasser gegangen. Natürlich ist hier Indien, und da hat er ziemlich große Probleme. Aber das werden wir dann erörtern, wenn wir da sind. Jetzt lasst mich kurz mal nachdenken. Also, der bekommt jetzt schon mal eine neue Kavallerie. Das brauche ich hier auch. Hetairen. Na, Hetairen sind natürlich extrem viel besser, aber ich habe hier jetzt 3 Pekiniere. Ja, das wird ja reichen, und dann haue ich alles voll mit Kavallerie. So, der da. Ihr hungert nach einer Schlacht, ihr habt gerade eine Schlacht hinter euch. Jetzt chillt mal. Das ist super. Der wird aber jetzt wieder nach Hause gehen. So. Kinder des Zeus. Der bekommt nichts. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Unsterblichkeit ist. So, Baktrien wird nochmal eine harte Nuss, glaube ich, weil die haben einige gute Soldaten. Vor allen Dingen eine sehr gute Kavallerie. Also mit Baktrien anzufangen ist ziemlich schwer, weil da die ganzen Wüstenvölker da sind, ja, haben eben keine feste Armee, sondern ganz viele Kavallerie und leichte Infanterie. Nehmt diesen Zuschuss an. Nö. Und genau, und was da schwer ist, die ganzen Völker haben
Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet, seine Schatzkammer um eine geringe... Die Forderung 4000, nee, vergiss es. Genau, und also wenn ihr lernen wollt, wie man gegen Plänkler-Kavallerie und so angeht, dann spielt Baktrien oder Pater oder sowas. Also irgendein östliches Volk. Oh Mann, schade. Weil hier wimmelt es von solchen... Einheiten. So, hier ausweichen, Geheimaktion. Gut, der ist jetzt auch ready for takeoff. Der ist ready. Alexanders Vermächtnis, here we go. Jetzt können wir... Hä? Die Armee der Unsterblichen, die Steinmetze, die Garnisonsarmee und... Wo sind die ganzen Armeen? Wahrscheinlich irgendwo hier, warte, das will ich mal sehen. Ah, da oben. Hallo. Ah, stimmt, die sind gerade weggegangen. Aber... Ja... sind einfach nur die in diese Schnulzi-Pulzi-Dinger. Das kann man gar nicht automatisch machen. Obwohl der mir ziemlich viele Verluste zuschreibt. 80%. Ja, 80% ist in Ordnung. Okay, 80% ist nicht in Ordnung. Nächstes Mal mache ich selber. Okay, also besetzen natürlich. Was ist alles? Ihr Hunger nach einer Schlacht. So, das machen wir hier, das machen wir weg. Und hier will ich nochmal mehr Verstärkung, weil Geld haben wir ja jetzt genug. Hier machen wir den Handel. Pushen wir. Der geht da rein. Der geht jetzt auch dahin. Genau, jetzt muss ich mich um diesen Hübschen da kümmern. Hier seht ihr zum Beispiel auch eine Stadt, die Alexander gegründet hat. Alexandria. So. Okay, der darf sich auch hochpushen lassen. So, hier haben wir jetzt komplett alles voll. Also natürlich die... Also eigentlich hätte ich ja, müsste ich jetzt den da haben, aber egal. Werkstatt ist jetzt nicht so wichtig. Weinhandel. Kultur. Zivil. Ich mach mal die Zivile. Wachstum ist auch... auch wichtig. Naja, aber das reicht erstmal. So. Die Frage ist natürlich, wenn wir das alles geschafft haben, wohin geht dann die nächste Reise? Also, werden wir dann... Das ist besser.
Kinder bekommen hat, deine Frau? Ja, aber eine Korruptionstante. Sklaven und Moral. Gut. So, Alexanders Vermächtnis, der ist auch ein ziemlich hohes Tier jetzt. Ah, das ist ein Philosoph. Aha. Philosoph, aha. Politisch ist das jetzt gar nicht so ungut. Angst einschüchtern. Angriffsbonus, Moral des Kommandanten. Aha. Das habe ich irgendwie übersehen. Gut, er... Ja, das da. So, dann... Geht der mal hier hin. So. Und dann bin ich fertig. So. Ups. Ah, ich habe bin rausgetappt. Okay. Die Arena in Rom. Interessant. Ah, jetzt können wir wieder die Action hier. Die muss ich. Also Partien muss ich jetzt schnell vernichten. Weil die Agenten-Action wird jetzt echt nervig. So. Die Parther waren ja auch so das Volk, was den Römern im Osten am meisten Probleme bereitet haben. Beziehungsweise die Parther haben in einigen Schlachten gegen die... Mein Herr wünscht eurem Volk Geld zu geben. Bitte nehmt dieses Zeichen unserer Freundschaft an. Ah, hier, nein. Genau, die Parther haben einige Schlachten gegen Rom gewonnen und, Ich werde ehrlich sein. Ja, sei ehrlich. Ich bin auch ehrlich. Echt jetzt, die plündern hier kurz vor... So, Routinen, dafür die bedroht, gescheite Mann, zum Fliegen geschlagen. Alles schön und gut. Zu euren Diensten. So, das Problem für euch ist jetzt, dass sie trotzdem hinkommen. So. Super, und da komme ich auch nochmal hin. Ciao, ciao. Zu euren Diensten. So, dann gehe ich wieder zurück. Und hier nach da. Aber das heißt wohl, dass Pater noch eine Stadt hier oben hat. Und noch zwei große Armeen. Oida. Uiuiuiui. Das gefällt mir nicht. Pater war. Pater war. Ciao. Auch automatisch machen. Die Fraktion wurde niedergetrampelt. Wie kann ich euch dienlich sein? Schneller als Hermes. So. Sieht so aus, als wäre hier keine größere Armee. Warte, die schicke ich jetzt auch nochmal zurück. Dann heilen sie. Und ich kann nächste Runde dann... kann dann nächste Runde mit vollen HP nach Breda... Ach komm. Nach Breda einmarschieren. Okay, dann kommst du nach unten. Der bekommt noch was.
Geheimaktion und ja. Verschleiß beim Belagern. Das ist auch ganz nett. Ja. Also, Rom ist echt interessant. Also. Ich wüsste echt gerne, was da drüben passiert, aber ich kann keinen weiteren. Doch, ich. So, und die schicke ich dann mal darüber, dann kann sie ausspionieren. Oder Handel betreiben, das, ja. Ich gebe ihr noch nichts, damit ich dann spontan das entscheiden kann. So, dann schauen wir mal kurz bei. Bei diesen. Spartanischer Ehemann. So, die bekommt auch eine Frau. Die bekommt eine Frau. Mhm. Okay. Der bekommt noch keine Frau. Der bekommt auch noch keine Frau. Auch wenn es mein Erbe ist. Aha. So. Diplomaten. Pergamon. Diplomat. Sparta. Nochmal. Ah, die kann auch einen Mann bekommen. Und geht gleich auch reisen. So. Chimera, Ligura, Massenia, Syrakus, Asamonen. Dann entsende ich mal überall meine kleinen Damen hin. Chimera. So. Okay. Dann nächste Runde. Ich habe noch einen. Nee. Das ist die Adelstante, die ich gerade rekrutiert habe. Die bekommt aber noch nichts. Der geht nach Norden. Warum denn? Das? Die Liebe zum Gold weckt das böse Menschen. Gibt! Na, gib mir was, damit ich auch böse werde. Mhm. Ich könnte den Römern eigentlich was geben. Damit die ein bisschen mehr Dampf auf die Batava oder die Arena geben. Nö. Ich hoffe. Entschuldigung. Nö. Ich werde er. Mhm. Nö. So. Politische Entwicklungsfokus, militärisch zivil. Plus militärische Forschungsrate. Wir machen gerade. Wirtschaftlich. Der wurde verwundet und musste mit leeren Händen zurückgehen. Was? Pergamon hat meine Diplomatin verwundet, das ist sehr realistisch. Euer Diplomat wurde zusammen mit einem berühmten Gelehrten zurückgekehrt. Erhöht Forschungsrate in allen euren Provinzen. Sparta, sehr schön. Dass Sparta einen Philosophen hatte oder einen Gelehrten, ja.
Dann Nasamonen hat euch hintergangen. Strafe für Handelseinkommen. Eidemon wurde verwundet und musste mit Axum. Das macht Sinn. Krosersmir hat euch hintergangen. Ist zusammen mit einem berühmten Baden zurückgegangen. Chimera. General. Nochmal. Super. Kind ist geboren. Super. Okay, also zwei haben mich hintergangen. Ey, was willst du denn hier? Das ist... Willst du mich verquaken? Alter, ich dachte gerade so, hä, der ist 141 Jahre alt. Krass. kann der noch Kinder bekommen? Ja, komm, der kann auch Kinder bekommen. Umstellen. Der kommt mal mit rüber. Dann bekommt er auch Erfahrung. So. Machen wir Marktsiedlung. Das tun wir weg. Das tun wir weg. Der bekommt Erfahrung, was super ist. Der ist schon gleich 50 und hat ist erst Level 2. Das ist halt ein bisschen komisch. So, warte. Ich versuche den mal nach hier oben zu drängen, den Pergamon-Typen. Alter. Hört man das? Die Martinshörner. Pergamon? Pergamon, hier. Warte mal. Wie ging das nochmal? Warte, Geten will ich selber angreifen? Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Ja, schön. Nee, da muss ich nochmal nachschauen, wie das geht. Ich dachte eigentlich einfach nur klicken. Attentat, hallo, Darling, du bist tot. Erstochen von einer... Was? Warte mal, was ist das denn für Brise? Okay, minus 10%. Nochmal, also insgesamt minus... Nee. Also minus 10. Wieso? Und wieso ist meine... Das war eine richtig krasse... Hochgeskillte bei mir gerade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, das Gute hierbei ist, ich habe ihn in der Stadt bekommen. Oh, du kommst gleich mit. So. Und in der Stadt kann er die Kavallerie nicht ganz so gut einsetzen. Wenn ich es automatisch mache, ist es jetzt bei 91%. Aber das ist eine große Schlacht, deswegen mache ich sie. Aber erst in der nächsten Runde. Danke fürs Zuschauen. Ausgetappt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.